Wir hören jetzt das Tempo nach dem Puls, also zumindest bei Paar 08. Roxane Rapp und Vadim Garbusow. Die beiden haben einen Quickstep einstudiert und nach langsamen Walzer und Tango ist das diesmal ihr erster schneller Einzeltanz. Vor Freude hat die Roxane da gleich ein paar Luftsprünge gemacht. Das heißt, ehrlich, wenn man es ist, sie hat es eigentlich machen müssen. Ja, das kommt einem wie eine halbe Ewigkeit vor. Vadim! Und Roxane! Wir waren dann so erleichtert, als unsere Namen dann endlich gefallen sind. Und dann war alles wieder gut. Da, 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 da. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1. Hopp, besser! Ich glaube, der Quickstep ist ein sehr lustiger Tanz. Ja. Da muss man auf jeden Fall gute Laune haben, auch wenn man manchmal selber lustig ausschaut. Das ist schon ein bisschen besser. Ich bin mir vorgekommen wie, eben wie eine Kuh, die über den Mond springt. Keine Ahnung. Wenn du siehst, wie er mit so einer Eleganz und so einer Grazie da einfach springt und ich komme bum, bum, bum. Sie ist schon manchmal ziemlich unterhaltsam zum Zuschauen. Aber natürlich, sie bemüht sich und sie muss auch die Bewegungen lernen. Das hatten wir so noch nicht, sodass wir ein bisschen schneller getanzt haben, so ein bisschen so. Und das macht bis jetzt unheimlich viel Spaß. Also der Quickstep ist bis jetzt eigentlich mein Lieblingstanz. Schau ich nicht blöd, oder? Du schaust ein bisschen lustiger aus. Panel 8 tanzt an den Quickstep. Hier sind Roxane Rapp und Vadim Garbusow. Well, you dumb, dumb man, you bet I felt it. Just half of the mountain, I fell right through the trash. Now I'm trying to get back. Before the cool down, right out, I'll be giving it my best. And nothing gonna stop but the final adventure. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure. Roxane und Vadim, tue ich euch einen Gefallen, wenn ihr auch kurz schnaufen lasst? Wir fragen die Jury zuerst. Vielleicht machen wir das so. Ich fange mit der Nicole an. Also ich bin happy heute, weil alle Paare bis jetzt sind heute entweder besser oder lustiger geworden. Und ihr seid auf jeden Fall besser geworden. Du hast heute viel mehr Energie. Deine
Deine Solo-Teile hast du so richtig genossen und voll ausgetanzt. Choreografie hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, der Vadim hat Pfeffer im Arsch. Also da kannst du nicht ein Passagier sein, wenn du mit ihm tanzt. Also, und das war heute schon viel besser. Du hast mehr Energie, du wärst mehr anwesend. Das hat mir gefallen. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, dass du deine Arme die ganze Zeit selber getragen hast. Selber? Ja, 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 ja. Selber. Ja, okay. Aber weiter dran arbeiten. Sehr leicht, okay. Aber super. Voilà, Nicole ist sehr zufrieden. Ich bin auch zufrieden. Wow. Hey. Vor allem, weil letzte Woche habe ich mit euch eigentlich nichts anfangen können, weil egal, ob ich euch beim Mats zugeschaut habe oder die Performances angeschaut habe, es kam mir immer einfach rüber, es ist mir eh wurscht. Sagt, was ihr wollt, denkt, was ihr wollt. Ich bin der, wer ich bin. Versuchst du gerade halt einen österreichischen Akzent gekonnt nachzumachen? Unbedingt. Und das hat mich ein bisschen gestört und ein bisschen irritiert und hat mich ein bisschen vom Tanzen abgelenkt. Deswegen habe ich mich nicht äußern können. Und heute habe ich dich zum ersten Mal in der Rolle gesehen. Okay, ich will's. Ich finde es spaßig, ich finde es lustig. Du bist aufgegangen, du warst fröhlich, Choreografie war gut. Ja, freut mich. Danke. Ist wegen den Schmetterlingen heute. Ja. Ja, die Schmetterlinge haben wahrscheinlich motiviert. Aus der Raupe ist jetzt der Tanzschmetterling quasi geworden. Ist es wirklich so, dass du mehr Spaß hast? Nein, ich hatte von Anfang an Spaß, aber ich bin ein ziemlich zurückhaltender Mensch und ich brauche ein bisschen Zeit, um mich vor allem zu leben und um aus mir rauszukommen. Alles glaube ich dir, aber das sicher nicht. Aber ich glaube, auch in diesem Tanz kann man ein bisschen mehr fröhlich sein als in den Tänzen, die wir vorher hatten. Ja, ja. Aber ich habe mich sehr gefreut, den Quickstep. Ich finde, es steht dir auch total gut. Es macht total Spaß, euch zuzuschauen. In dem Kleid, die Schmetterlinge haben wir erwähnt. Ich möchte nochmal Roxannes Liebe zum Detail herausheben. Dann zeig uns mal deine Finger. Jede Woche tanzt Roxanne hier mit den passenden Fingernägeln zum Kleid an. Und das machst du wirklich selbst dann zu Hause oder eine Freundin die hilft dir und dann überlegt ihr, wie das Kleid ausschaut. Und dann ja, weil es macht einfach Spaß und die Kleider sind so schön, dass wir da... Du hoffst auf Bonuspunkte wegen mir. Nein, naja, das gefällt mir. Es kann sein. Also Bonuspunkte von zu Hause kann es dafür geben. Ich hoffe sehr darauf. Das war ein schöner Quickset. Dankeschön. Danke. Wiederschauen. Danke. Roxanne Rapp und Vadim Davuzov. Ja, ich glaube kaum, dass die Jury mit Fingernägeln zu bestechen ist. Sie zu Hause vielleicht gibt es Punkte für Liebe zum Detail 09101509908 für Roxanne Rapp und Vadim Davuzov. Oh, yeah. 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 Was ein trockener Mund, ein Trinkwasser, das hilft oft. Das hilft oft. Also, der Paula hat das ja vorhin schon angesprochen, damit wir da weitergehen, wir müssen ja noch etliche Paare. Wie das auf ihn gewirkt hat, dass du so ein bisschen so, ja, desinteressiert und so ein bisschen unbeteiligt bzw. fast gelangweilt. Und das ist ja auch auf der Facebook-Seite registriert und da hast du etliche Kommentare gekriegt, die dich auch gestört haben. Und das, da wolltest du ein bisschen was sagen. Na, ich bin halt einfach ein bisschen zurückhaltend und das kommt manchmal ein bisschen falsch rüber. Du hast ja selber zu mir mal gesagt, so, was ist das los mit dir? Und ich so, nein, ich habe nichts. Und du so, ach so, ich habe auch ein Pausengesicht. So. Ja. Ich glaube auch oft so. Ja gut, ich habe die ganze Zeit Pausengesicht. So. Ja, na, aber siehst du, in deinem Alter, in der Jugend, könnt ihr das ja auch als Understatement und Coolness interpretiert werden. Wenn ich so auf Understatement mache, dann kommen es gelaufen mit Defibrillator. Zum Legen. Nein, das ist auf jeden Fall nicht mit Absicht. Also und vielleicht haben so Sie auch. Ja, das sind ja mit Absicht. Wenn ich aus mir rausgehen würde, dann wäre ich zu laut. Dann wäre ich immer nur am Lachen und deswegen. Wem kriegst du? Das passt schon so. Aber du hast auch einen. Du hast auch. Nein, das passt schon so. Du blühst doch wirklich auf. Du hast auch einen anderen Biorhythmus. Wann hast du die meiste Energie? Abends. Das ist sehr gut. Weil jetzt ist Abend, jetzt beginnst du eigentlich zu leben. Jetzt stehst du also du bist nachtaktiv, hast du zu mir gesagt. Ja. Ich putze auch um 2 Uhr in der Früh. Du putzt um 2 Uhr in der Früh? Ja, ich gehe Staubsaugen. Und so. Gestaubsaugen. Also, ja, meine Nachbarn stört das wahrscheinlich, tut mir leid. du hast doch einen kleinen Heimzoo. Du hast viele Tiere. Ein paar Tiere gerettet. Ja. Ein paar Tiere gerettet hast du. Was ist denn da? Erzähl aber auf. Ich habe Huhn, Katze. Hund, Katze, Hamster, komm. Drei Aquarien.
Was hast du? Drei Aquarien? Ja, die habe ich auch nicht gerettet. Die hast du nicht gerettet, die Fische? Ich finde sie wunderschön. Aus dem Meer gerettet, ja. Die Bösen, die ganzen Haien. Und dann hast du aber noch zwei. Afrikanische Weißbauchigel. Zwei afrikanische Weißbauchigel. Habe ich überhaupt noch nie gesehen. Die sind ganz klein und leben in einem Terrarium. Ja. Die gefallen da, gell? Ja. Was machen die so? Laufen die herum oder bleiben die ganze Zeit liegen? Und dann hauen sie sich einen Vogel und so. Ja, so mehr oder weniger. Ja. Schlafen viele. Ja, und du hast viele. So Beobachtungstiere. Willst du noch mehr Tiere haben? Ich hätte gern mehr Tiere. Ich bin sehr tierisch. Ein Tipp von mir? Besorgt dir einen Dalmatiner, der hat viele Punkte, das war notwendig für die Show. So müssen wir allerdings auf die Jury ausweichen. Schauen wir mal, wie viele Punkte du hast. Wem auch zur Weißbauchigel in der Jury? Wer ist das wohl? Hannes fängt an. Sehr gut. Und der zweite, Thomas? Auch sechs. Nicole? Sieben. Sehr gut. Und Balasch? Acht. Wow. Auch das sieht gut aus, 27 Punkte. Da kann ich nur sagen, großartig. Danke. Martin, gratuliere. Ey,